Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei der Anfang hier unendlich viele Zombie-Kills machen könnt und eure Tarnungen freischalten könnt. Wie ihr seht, spawnen die Zombies hier einfach durchgehen und ich zeige euch jetzt, wie dieser Glitch hier funktioniert. Als erstes braucht ihr die Erntemission dort, wo schneller laufen ist. Dann geht hier auf dieses Geländer, Leute, nimmt Anlauf, also mit Taktik-Sprint und spammt die Springentaste. Dann spammt ihr hier oben nochmal die Springentaste und springt hier rüber und dann könnt ihr euch einfach hier nach unten fallen lassen. Und ihr könnt euch dann nochmal hier fallen lassen, wenn ihr wollt könnt ihr dann hier auch chillen und die Zombies kommen dann hier vor euch. Aber ich zeige euch jetzt eine bessere Methode, dort könnt ihr dann durch die ganze Map rumlaufen und die Zombies hören nicht auf zu spawnen. Als allererstes müsst ihr auf die andere Seite von der Treppe gehen, gegenüber, ihr könnt einmal rumlaufen. Dann legt ihr euch hier hin, Leute, und versucht unter die Barriere durchzukrabbeln, versucht ab und zu ein bisschen aufzustehen. Wenn ihr aufstehen könnt und hier durchlaufen könnt, dann habt ihr es geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch bis zum Ende durchlaufen. Ihr braucht auch eine Selbstwiederbelebung. Und falls ihr dann bis zum Ende durchläuft, Leute, stirbt ihr und werdet in die Map gespawnt. Nun müsst ihr euch einfach wiederbeleben und ihr könnt hier out of Map überall rumlaufen. Ihr könnt zwar die Runde nicht mehr beenden, also die Mission nicht beenden, weil ihr hier nicht rein könnt, aber ihr könnt hier auf der ganzen Map rumlaufen, eure Waffen punchen, neue Waffen holen und die Tarnungen für eure Waffe freischalten. Ansonsten war es das auch mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid, liken und kommentieren, so dass mein Algorithmus ein bisschen gepusht wird. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast und nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf den neuesten Stand bleibst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.